an den höchsten Platz erringen. Die Maske-Trilogie ist die Hose der Snob 1913, eines der erfolgreichsten Theatermeisterwerke der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Eine Genealogie des Aufstiegs einer Familie aus kleinsten, spießigsten Verhältnissen in das Großindustriellentum des 20. Jahrhunderts. Man könnte die Trilogie zusammenfassen von der Hose über die Krawatte zum Stahlhelm. Und am Ende fallen 17 Millionen auf den Schlachtfeldern Europas. Ich behaupte aber, dass die Fesseln unserer Geschichte genauso an uns hängen, wie die Hoffnung auf eine Zukunft, die uns von diesen Fesseln befreien hilft. Also wir sind sozusagen am Höhepunkt dieser Entwicklung angelangt. Wo sie uns hinführen wird, diese Entwicklung, weiß kein Mensch. Die Menschen sind kurzsichtig. Und in den Händen weniger ruht das wirtschaftliche Schicksal von Millionen. Also wir leben in Frankfurt, wir produzieren in Frankfurt, wir spielen für das Frankfurter Publikum. In unserer Stadt existiert sozusagen eine der bedeutendsten europäischen Einrichtungen für das wirtschaftliche und kapitalistische Wirtschaftssystem. So, und aus diesem Dilemma, dass es den einen gut geht, den anderen schlecht geht, müssen wir gemeinsam herauskommen. Und dieses Stück zeigt ein bisschen was von der Komplexität dieser Weltgeschichte auf.